Hallo und herzlich willkommen zurück bei Lufia 2 Rise of the Sinistrals. Diesmal wieder einen Gastkommentator habe ich dabei. Meld dich mal kurz. Yippie, Schweinebacke, ich bin der Captain Blaue bei Let's Plays. Ja, ich habe den mal. Ja, auch per Zufall. Ja, ich habe mal ihn auch per Zufall mal kennengelernt auf YouTube und da kam er auch mir sehr sympathisch rüber und da habe ich mir gedacht, komm, lad ihn auch mal ein. Herzlich willkommen bei Lufia. Ich danke dir. Es ist mir eine große Ehre, wieder auf YouTube veröffentlichten, wenn zum zweiten Mal. Ja, und er hat wirklich so tolle Sprüche drauf. Und wir sind jetzt auf dem Berg des Aurabaums. Yay. Ganz neue Musik. Oh yeah. Oh mein Gott, eine Killerwespe. Oh ja, die werden wir aber erst gleich machen. Ach, wie langweilig. Ja, Moment, es hat einen speziellen Grund, mein Lieber. Nein! Ach, scheiße, der kam aber auf mich zugerast, ey, hallo. Moment. Tja. Gleich. Alter, hier geht's schon nur ab, ey. Ich will doch... Haben mich alle zum Fressen gern. Ja, ich merk's schon. Ich will doch hier erstmal den Schalter aktivieren, damit wir auf der anderen Seite gleich rübergehen können. Alter. Ach, weil ich nicht wieder erst zurückrennen, weil man nicht bemerkt hat, dass man was falsch gemacht hat. Ja. Wir kämpfen jetzt erstmal gegen Schlagbäume. Naja, die sehen eher aus wie Bäume auf Crystal Meth, aber naja. Ja, was will man machen? Captain das Blaubeer. War nun mal damals so. Ja, Rutenschlag, Alter! Geht es oh hier Gott. Schon wieder ab, Fommi? Beherrsch dich doch mal. Der Pokémon bringt der Attacke gar nichts. Hier, ja, ich merk's schon, ey. Über 1000 Schaden, das ist überhaupt gar nicht übertrieben, ey. Ach, wird das mal bei Pokémon geil. Rutenschlag, 1000 Schaden, alles weg. Oh nein, war doch nicht Blubber. Die Attacke ist sowas von nutzlos. Stimmt, Wasser gegen Pflanze, ja. Das hat man ja nicht bei Pokémon mal gelernt. Ja, eben. Erste Lektion. Bekämpfe Wasser-Pokémon nie mit Wasserattacken. Was für Pflanze nie mit Wasser? Das war ein Pflanzenviech. Ja. Ja, oder gegen Pflanzen, wie auch immer. Powerstachel, wow. Ganz neue, ganz neue Bienen. Bibor-Verschnitt. Ja, genau, Bibor, genau. Ja, wir machen jetzt voll die Pokémon-Werbung. Wir spielen nicht Lufia, wir spielen Pokémon für Arme. Ja, unter anderem kann man eigentlich das auch erkennen, ja doch. Ja, erstmal hier wieder die nervigen Bienen. Ja, nervig waren sie bisher noch nicht. Ich war jetzt zweimal da. Oh. Okay. Bye bye. Ja, die ging relativ schnell. So, Pflanzen. Oh yeah. Also musst du wieder Blubber benutzen. Ja, klar. Jawohl. Ja, das läuft bis jetzt richtig gut. Und hier hakelt es von Level-Ups. Das ist voll der Dragon Golden Sun Verschnitt. Ja, plus das ist halt Lufia, ne? Ich sag dir nur, dass es voll der Golden Sun Verschnitt ist. Naja, ein bisschen. Also, die Grafik zwar nicht, aber ich denke mal, das alte Golden Sun kommt mit der Grafik hin. Und zwar... Anderen, ja, doch. Da stimme ich dir zu. So, wie war denn das hier? Genau, ich glaube, da müssen wir erstmal die Wand aufsprengen. Ich löse mal wieder eine Kettenreaktion aus. So, Blume, geh du mal weg. Danke. Oh, du Scheiße. Ganz vorsichtig. So. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Genau. Und hier ist der Schlüssel. Hörst du eigentlich auch den Spielsound? Nö. Nee, okay, ist nicht so schlimm. Nö, fuck es mal. Hauptsache, man hört es dann, wenn ich das auf YouTube hochlade. Das wär's doch. Fail, Folge hoch 10, Gastkommentator, alles super toll, aber man hört den Sound nicht. Ich hatte schon mal ein Fail-Part. Oder beziehungsweise 3, bei Sigurd auf Mana. Da konnte man zwar den Spielsound hören, aber meine Stimme konnte man nicht auf
hören. Weil ich vergessen... Nein, 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 nicht vergessen habe. Ich habe da was Falsches bei Fraps eingestellt, deswegen. Oh, böses Fraps. Ja, sehr böse. So, und das waren wieder die Schlagbäume. Die kennen wir ja mittlerweile schon. Ja, ich sag ja, wir sind ja auch schon fast Level 50, deswegen... Kann man sehr zufrieden sein. So, was für ein Level ist eigentlich jetzt Deka? 33. Ja, er hat auch schon bald die 40 geknackt. Sehr gut. Halt. Was, wenn du das zum 33 sagen würde, er wird bald 40, ja? Dann haut er dich. Das sind noch 7 Jahre. Ah, das denke ich nicht. Glaube ich nicht. Kennst du eigentlich das Spiel, Lufia 2 Rise of the Sinister Trails? Das hast du mich theoretisch schon mal offline gefragt und ich habe immer gesagt, nein. Schade. Panzerbiene. Ja, mach halt Paralyse, ey. Was nicht funktioniert hat, Gott sei Dank. Bienenstein. Hat ja gar nichts drauf. Nee, weil ich gut gelevelt habe, deswegen. Ach ja, Moment mal, ich muss ja erstmal hier die Tafel vorlesen. Tut mir leid. Wenn all das Gras wächst, der Held zur offenen Türe wetzt. Ja, ganz einfach das Rätsel. Und so. Und Tür ist auf. Bäm. Und noch eine blaue Truhe. Fantastisch. Blaue Truhen sind cool. Den Feuerpfeil scharf geschossen, das Gras mit Flammen übergossen. Und die reimt sich immer so toll. Das finde ich auch super. Mein Gott, er hat einen Feuerpfeil. Yeah. Warum hat er ihn jetzt bekommen? Das sehen wir jetzt. Damit wir ohne Probleme das Gras hier wegmachen können. Was hast du aber ein Schwert bekommen? Ja, okay. Können wir zwar auch machen. Wir kämpfen jetzt übrigens gegen Amok-Golems. Ja, man könnte das auch mit einem Schwert machen, aber guck doch, mit dem Feuerpfeil geht das doch richtig schnell und angenehm. Immer diese faulen Leute. Ja, nur, und das muss auch sein, ne? Ab und zu mal darf man auch mal faul sein, Captain Blaubär. Ab und zu? Naja, ich weiß ja nicht, ne? Was soll das denn heißen? Ich enthalte mich der Stimme. Dass ich immer faul bin, oder was? Ihr sagt also, nicht ja. Ja. Nein, das kann doch nicht sein. Nein. Du wolltest doch, dass ich ja sage, also sage ich ja. Nein, ich habe gesagt, sag nicht ja. Tja, und heute habe ich SpongeBob geguckt und SpongeBob war Gegenteiltag, also ist ja, nein und nein, ja. Okay, dann sag ich eben halt nein. Ja. Ja, also, Panzerbienen, wow. Die sehen echt übel aus, wenn die nicht so farblos wären. Naja, so Silber halt, silberfarbig. Das sind halt Panzerbienen. Und da kämpfen wir hier erstmal gegen den Amok-Golem. Wow, ein Einzelner für 5 Gegner. 5 gegen 1, super fair. Okay, der hat jetzt ein Alien. Der hat jetzt ein sehr komisches Bewegungsmuster. Na komm. Komm. Okay, dann eben so. Voll in den Arsch reingeschossen. Das ist gemeingefällig hinterrücks. Schädelechse. Ja, aber was soll's. Captain Blaubär. Ich glaube, jeder hat mittlerweile meinen Namen kapiert. Ja. Ich weiß ja nicht, ob ich deinen wahren Namen hier preisgeben darf. Deswegen nenne ich dich auch jedes Mal nur Captain Blaubär. Du kannst mich auch Blaubi nennen. Also... Nee, ich meinte jetzt deinen wahren Namen, ne? Ich besitze einen wahren Namen? Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt preisgeben darf. Ich glaube, ich muss mal auf mein Perso gucken, ob da wirklich nicht Captain Blaube draufsteht. Nichts anderes. Nee, da steht was anderes drauf. Verdammt. Ich muss mir einen neuen Perso machen. Ich brauche Captain Blaube drauf. Ja, klar. Und ich nenne mich dann Lufia Evolution 666. Genau. Warum nicht? Lufia Vorname, Evolution Nachname. Und 666 ist dein Geburtsdatum. Nein. Nein? Ach, langweilig. Oh, wow. Trotz Crit nur 92 Schaden gemacht. Mach doch nicht so viel Schaden, geil.
Naja, er wollte mal höflich sein. Er hat sich zurückgehalten. Ja, ein bisschen sehr. Obwohl, die Gardesklinge über 300 Damage macht normalerweise. Speedster, sehr gut. Bis eh dann. So, da wieder Blum. Hallo. Haben wir nicht oft genug schon gesehen. Ja. Erinnert mich irgendwie an Giflor. Naja, mich erinnern die eher an das scheiß Endboss-Viech aus Final Fantasy 9. Den ersten im Wald. Okay, den neunten Teil kenne ich jetzt nicht. Göttlich. Auf PlayStation 1 mit 4 CDs. Wow. Naja. Das ist... Ja? Das war echt genial. Du freust dich da so, denkst da ist jetzt irgendwie sonst was drin. Ne, 4 CDs. 1, 2, 3, 4. Naja, die Final Fantasy-Teile sind ja auch sehr anspruchsvoll, ne? Alle eigentlich. Von Teil 1 bis Teil 13. 13.2. Ja, 13.2, ja. Das ist ein Unterschied, ob 13 oder 13.2. Ja, ist halt die Fortsetzung von 13, so. Nein, das ist nicht die Fortsetzung, das ist wiederum falsch. Weil in Teil 13 siehst du, dass die Schwester von Lightning in den Kristall gesperrt wird. Aber bei 13.2 spielst du sie, also kann das ja wohl nicht in der Vergangenheit sein. Wie auch immer. So, dann müssen wir natürlich auch wieder die Steine verschieben, ist ja logisch. Ist ja fast wie bei Zelda. Ja. Und da ist die Leiter erschienen, super. Oder beziehungsweise eine Leiter, mysteriös. So, und jetzt kommt auch ein sehr interessantes Rätsel. Ihr seht ja... Ach, ja? Die Dinger sind lustig, die kenne ich aus dem Pokémon-Arena. Diamant. Das kann keinen Weg doppelt gehen. Genau, und so ist es auch hier. Hinter uns erscheint nämlich so ein, ja... brüchiger Boden. Ja, brüchiger Boden halt. Und wenn wir jetzt zurücklaufen, stürzen wir sofort ein. Deswegen. So, ganz vorsichtig. Und so haben wir es geschafft. Das Rätsel ist geknackt. Rätsel. Ja, ein kleines Rätsel. Aber glaub mir, das anspruchsvollste Rätsel kommt noch. Ich find's genial, dass du in den Bomben stehen bleiben kannst. In jedem Teil wirst du dich selber sprengen. Baboom! Aber nein, ich kann in den Bomben stehen bleiben. Ist doch nichts los. Ja, eben. Ist halt so bei den alten, klassischen Spielen halt, ne? So. Enterhaken, auch aus Zelda geklaut. Ja. Naja, was soll's. Ist ja nicht so schlimm. Das sind Kultsachen. Genau. Wenn man überlegt, beim Terrarium, was auch relativ neu ist im Vergleich zu dem Spiel, ist auch ein Enterhaken dabei, also. So, und wir kämpfen wieder gegen Golems. Aber die laufen irgendwie nie Amok, sind schneller tot, als sie Amok laufen können. Eben. Oder zumindest das Wort Amok aussprechen können. Ich glaube, das kriegen sie vielleicht noch gerade so weise im Schmerz hin. Das wird der Todesstrahl sein. Amok! Ich bin tot. Ja, das könnte durchaus sein, Captain Blaubär. Oh ja, Echsenmänner. Schädelechse, oh yeah. Das ist kalt. Naja, es soll halt Wind darstellen, ne? Das ist eine Winterattacke. Das sah eher aus wie so Frost, aber naja. Ja. Ist halt so, ne? So, und weiter geht's. Oh, und schon wieder eine Biene. Hallo, wie viele Bienen gibt es hier? Überall 1000 Bienen, aber keinen Honig. Oh ja, genauso wie bei Winnie Pooh. Naja, da ist ja Winnie Pooh selber dran schuld, dass er allen Honig gleich weg ist. Ja, er liebt nämlich Honig, deswegen. Pooh-Bär, Winnie der Pooh-Bär. Kannst ruhig weitersehen. Ich muss sagen, ein komischer Fuchs oder was da darstellen wird, hat viel zu wenig Schwänze, er bräuchte 9 und nicht 7. Das ist ein Edelfuchs, aber das kann ich für dich hier auch nochmal zeigen. Da oben steht's, bei Stamm. Edelfuchs. Trotzdem, er bräuchte 9 Schwänze, nicht 7. Na, hat er. Moment mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich sehe 8. Stimmt, da ist noch ein Achter ganz links, aber trotzdem ist es einer zu wenig. Oh, Mr. Pingelig. Ja, ein 9-schwänziger Fuchs aus Naruto ist cooler als so ein 8-schwänziger. Ja, hast ja recht. Tornado, oh yeah.
ist natürlich die Schwäche von den Schädelechsen, ne? Echsen im Punkto Windschwäche, ja, kommt hin. Ja, eigentlich Feuer, aber naja, ist egal. Naja, da sie wechselwarm sind, macht den theoretisch Hitze und Kälte nicht so viel aus. Stimmt. Boah, eine Biene überlebt immer, ne? Ist einfach so. Ja. Die will ich ärgern. Ja, ist halt ein bisschen nervig. So. Ah ja, jetzt kommt auch was Blödes. Jetzt braucht man ein bisschen Geduld. Da muss die Echse natürlich am Schalter stehen bleiben, ne? Ah ja, okay, das ging ja doch relativ flott. Gott sei Dank. Vorführeffekt. Ja, genau. So, die gleiche Strategie. Selan ist natürlich unsere Zauberin, ne? Das sieht man ja auch gar nicht. Alle haben Schwert oder Axt in Hand mit dem komischen Stab der Perle drauf. Ja, eben. Ich sag's ja nur nochmal für die Doofen, ne? Also für dich selber. Nein. Eigentlich meinte ich jetzt den Captain Blaubär. Was meinst du, wie viele Rollenspiele ich jetzt schon gezockt habe? Da sehen alle Waffen mäßig gleich aus. Na, mein Gamepad spinnt wieder. Oh mein Gott, er spielt Bomberman. Ja, ich dachte, er spielt Luffy. Ja, beides im einen. Ah ja, da ist wieder eine Tabelle. Jetzt lest du mal vor. Ist zu hoch das Gewicht, hält der Boden nicht. Ja, ist ja ganz logisch, was wir jetzt machen müssen, ne? Vielleicht einfach mal was dazu raufziehen? Ja, bingo. Oh mein Gott, wir stürzen ein. Captain, wir sinken. Ach ja, das ist Captain Blaubär. Also er kann wirklich sehr gut Unterhaltung anbieten. Das ist mein Job doch als Gastkommentator, oder? Ja, eigentlich schon. Siehst du, dafür hast du mich engagiert. Ich hoffe, es macht dir auch Spaß. Wenn ich einschlafe und nun schnarchen, das weißt du, dass es keinen Spaß gebracht hat. Okay, so. Bist du Satos? Den kannst du vorlesen. Ja, der bin ich. Ihr seid ihr. Das klang wie eine Schlumpfstimme, aber ist egal. Ich bin Maxim. Ich verfolge jemanden, doch alle Schiffe in Alea wurden versenkt. Alle Schiffe? Auch mein geliebtes Schiff? Das kann schon sein. In Alea konnte ich kein einziges intaktes Schiff entdecken. So, mein Gott. Wenn ich den erwische. Oh yeah. Was machst du hier? Ich suche den Aurabaum. Mit seinem Holz kann ich ein ganz besonderes Schiff bauen. Sobald ich den Aurabaum gefunden habe, werde ich das beste Schiff der Welt bauen. Aber das Monster da vorne ist zu stark. Deswegen sitze ich hier und kann nichts unternehmen. Wir werden uns um das Monster kümmern. Seid ihr sicher? Natürlich, aber im Gegenzug musst du uns auf den Ostkontinent bringen. Mann, was lese ich da vor, ey? Alter Schwede. Ja klar, sobald das Schiff fertig gebaut habe. Abgemacht. Okay. Moment mal. Vor dem Speichern immer heilen. So, und jetzt speichern. Okay, was für ein Monster denn? Ah ja, das, was da jetzt erscheint. Das könnte er sein. Und ja, jetzt kommt wieder die tolle Burschenmusik. Und wir kämpfen gegen Löwen. Geil. Naja, der war lange nicht mehr beim Zahnarzt, der Kerl. Ja, okay, es ist eine Mischung von Löwe und Säbelzahntiger. Bist du zufrieden damit? Es ist ein Tiefel, Papa. Oder so. Ja. Kürbis-Juwel. Ja, machen wir das mal so. Mal gucken, wie viel zieht Tornado ab? Genug, ja. Kann man zufrieden sein. Okay. Chaos-Kralle. Wow, Satans-Biss. Wow, mach doch nicht so viel Schaden, Löwe. Hallo. Wie süß, wenn er 90-Fan mit dem Arsch gewackelt hat. Ach ja, wow. Okay, ein Löwe ist schon mal tot. Das ist schon mal gut. Wow. Ach ja, stimmt ja. Wir haben ja auch stärker. Toll. Ist ja besser als stark.
einmal kurz seine Mitspieler buffen. Nein, das ist ein Heilzauber. Toll, Stärke hört sich an wie so ein Buffzauber, ja? Mehr Angriffskraft. Oh, Kratzenkraft. Ja, habe ich am Anfang auch gedacht, aber es soll halt ein Heilzauber sein. Aber ich kann auch meine Leute buffen. Das ist kein Problem. Mache ich mal ganz schnell. Und zwar hier einmal Furie. Das erhöht unsere Angriffskraft. Klingt logisch. Weil wenn jemand in Furie ist, möchte ich auch nicht dabei sein. Und wie viel? Naja, ein bisschen. Satanskill. Arschloch. Arschloch, dann zieht jetzt 120 ab. So, Moment mal, ich habe noch mehr Buff-Zauber. Und zwar der Panzer. Abwehr. Ja, das erhöht unsere Abwehr, genau. Obwohl du das Spiel nicht kennst. Sagst ich kann aber Richtige. Logisch denken. Ja. Super. Und schon wieder Kratzenker. Ich liebe dich, Löwe. Ja, ich bin auch Sternzeichen Löwe. Das passt. Okay. Was bist du eigentlich für ein Sternzeichen, wenn ich das fragen darf? Ich bin doppelt da. Ah ja. Doppelt gemoppelt. Hält's besser. Deswegen. Okay. Sela, mach mal Aquata. Oh mein Gott, wir ersaufen den Löwen. Nicht ja. Sehr effektiv, aber es langte. Super. 40.000 Erfahrung. Und 64.000 Goldmünzen, ja. Und die Goldmünzen sind egal. Erfahrung, das wäre fast schon Level 100. Und da ist der Baum. Das ist Sparta! Das ist ein großer Baum. Achso, okay. Das ist der Baum, den wir suchen? Nö. Ja, ganz sicher. Mach mal noch. Kannst du aus diesem Baum ein Schiff bauen? Natürlich. Ich kehre nicht da zurück und hole Hilfe. Warte. Was ist los? Das dauert zu lange. Wie bitte? Komm hierher und stelle dich ganz nah an uns. Seh dann, wir sind soweit. Gruppenkuscheln! Okay, Warp! Bam! Und da sind wir wieder in der Stadt. Teleportation. Das ist... Achso, nee, das ist ja dein Text. Tut mir leid. Das ist also ein Warp? War das dein erstes Mal? Ja, ich kenne nicht viele Menschen, die über Zauberkräfte verfügen. Mir wird schlecht. Geil. Du bist zauberkrank, mein Lieber. Das ist so ähnlich wie die Seekrankheit. Beim Klabautermann. Ich war noch nie krank und schon gar nicht seekrank. Du wirst dich schon noch an die Zauber gewöhnen. Nein, danke. Ich bleibe lieber bei meinen Schiffen. Ja, das war mir klar. Bevor ich es vergesse, ich muss noch Holz für das neue Schiff besorgen. Wir könnten in ein paar Tagen vorbeischauen, dann sollte das Schiff fertig sein. Tschüssi! Tschüssi! Die Seeleute scheinen das Warpen nicht sehr zu mögen. Den kannst du vorlesen, den blauhaarigen DK. Ich liebe das Warpen. Eine Reise auf einem Schiff dauert mir zu lange. Aber man kann nur die Orte aufsuchen, die man schon einmal betreten hat. Das bedeutet, dass wir mit einem Schiff fahren müssen, ob wir wollen oder nicht. Ja, stimmt. Wow, was für eine Begeisterung. Was wollen wir anstellen, bis das Schiff fertig ist? Fressebaum. Fressen! Wir bummeln ein wenig in der Stadt herum und holen uns aus. Langweilig. Den kannst du auch vorlesen. Ach, da fällt mir ein, ich habe noch etwas zu erledigen. Mhm. Aha, ja. Mhm. Ich auch. Ach, auch? Ja, toll. Zwei Jungs verschwinden, weil sie was zu tun haben. Zwinker! Ihr werdet die Stadt doch nicht verlassen. Nein. Nein. Ich werde mir hier die hübschen Mädchen mal betrachten. Bei meinem Charme. Schwerelöter. Ja. Eine geistig gesunde Frau fällt auf deine Armmache herein. Ja, deswegen fällst du ja ab rein. Abwarten. Warum so sehr hipsicher? Du hast doch nichts, womit du angeben könntest. Eigentlich schon. Maxim, wir schauen uns die Stadt einfach mal an. Ja, ja. Männer! Männer! Und wir denken nur unseren Teil. Fantastisch. Okay, das heißt jetzt mit anderen Worten, Moment mal.
Ich glaube, Satos ist jetzt in dem Gebäude drin, ne? Jawohl, da ist er. Ich werde ein Schiff bauen, wie kein anderer zuvor. In ein paar Tagen ist es fertig. Ja, das heißt mit anderen Worten, wir müssen so lange übernachten. Da vorne ist ja das Inn. Ja. Was nur? 10 Goldmünzen näher. Was sagt ihr dazu? Zu teuer. Wucher. Ich übernachte im Heuboden. Das ist billiger. Oh, ja, umsonst, ne? Oh, nochmal. So, Alter, so viel kann man doch gar nicht schlafen. Eigentlich schon. Okay, ich glaube, das war's auch. Ja, nein, vielleicht. Ja, da. Doch. Super. Ja. Wenn man überlegt, Vergleich Häuser zum Schiff, Personengröße, wird's knapp. Sei nicht so gemein, ey. Schaut euch diese Schönheit an.